Prinzipiell schon. Also, dass wir gegen eine Bundesliga-Mannschaft, vor allem noch gegen eine gute wie Stuttgart, unter Druck kommen, ich glaube, damit haben wir alle gerechnet. In der ersten Halbzeit war es wirklich schon teilweise richtig brutal. Aber das war zu erwarten. Ja, klar, natürlich. Das führt dazu, dass ich vielleicht nicht ganz zufrieden bin. War ein ekliger Ball, der vielleicht auch einfach aussieht, aber gar nicht so einfach ist. Natürlich muss ich mir den angreifen. Schade, vielleicht, da hofft man immer noch, vielleicht kommt noch ein Bein vom eigenen Abwehrspieler. Aber gut, letzten Endes muss man das einfach sagen. Das war sicherlich haltbar. Ich fühle mich natürlich geehrt. Ja. Klar, wenn solche Leute, die nachgewiesenermaßen Ahnung von Fußball haben, das sagen, dann ist das natürlich schon eine Ehre für mich. Zeigt, dass ich trotz einer vielleicht unglücklichen Situation nicht ganz so schlecht gehalten habe. Ja, das ist so schade, wenn man Torwart ist, dass man immer sagt, ja, da waren 19 Aktionen, die waren gut, aber die eine nicht. Ja, beim Stürmer, wenn er 4 Tore schießt und 200%ige vergibt, dann ist es normal. Am Anfang schon, die Anspannung war ein bisschen größer, aber das ist komischerweise, wenn man auf den Platz geht, dann spielt man auf dem Platz Fußball, also egal was drumherum passiert, das ist nicht so wichtig. Wenn man auf dem Platz steht, hätte man auch einen Brandenburg spielen können. Ja, nicht ganz, das natürlich auch nicht, also man kriegt das schon mit, wenn die Zuschauer feiern, wenn wir einen Ball geklärt haben oder so, das ist natürlich schon viel wert, aber letzten Endes im Spiel selber, in den Aktionen, konzentriert man sich auf den Ball. Ja, definitiv. Ich habe bei Dortmund mal bei 3 Bundesligaspielen auf der Bank gesessen. Das ist dann nochmal eine andere Atmosphäre. Aber wenn man selber auf dem Platz steht, dann ist das natürlich viel mehr wert. Ja, natürlich. Ja. Welches haben Sie gesehen? Klar, was glauben Sie denn? Von Ulreich. Ja, natürlich. Von Sven Ulreich. Nein, ich habe ihn nach dem Spiel gefragt. Und er ist super nett, ganz locker. Also, ich habe ihn gefragt, ob ich mein eigenes dafür behalten darf, weil das ist mir natürlich auch viel wert. Das ist mir beides viel wert. Deswegen, also, du brauchst das nicht tauschen, dann hast. Ja, ich habe ihn gefragt, ob ich sein Trikot kriege. Habe ich gesagt, ob er unbedingt meins haben möchte. Er hat gesagt, nee, ist okay. Nur nicht, dass er hinterher erzählt, ich wollte deins nicht haben oder so. Aber ich habe gesagt, nee. Ja, ich hätte gerne noch vielleicht das ein oder andere, ein, zwei weniger natürlich. Ja, aber das kann man einfach noch nicht erwarten. Also, ja, mal abwarten, oder? Also, weiß ich nicht. Hast du den abgenächt nochmal, sag mal, höherklassig, um anzugreifen? Naja, das kommt drauf an. Also, ich will mir auf jeden Fall alles anhören, natürlich. Grundsätzlich müsste es eigentlich mit dem Job vereinbar sein. Oder dann natürlich so profihaft sein, dass man dann keinen Job mehr braucht, keinen bodenständigen. Aber ob das passiert, mal abwarten.